Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica. Die Tür ist verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Tritt doch die Kacktür ein, ey. Also so ein zierliches Mädchen bist jetzt auch nicht, ja? Du bist schon ein bisschen zierlich und feminin und so, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass Claire hier ein absoluter Rambo-Frau-Typ ist. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, ich muss wieder runter zu den Hunden. Will ich aber erstmal hier voll gestärkt runtergehen. Schießen wir die beiden einfach direkt über den Haufen hier. Kommt her! Na, los, wo seid ihr? Hallo? Jawohl. Munition hat gerade so gereicht. Aha, hier geht's runter. Tschüss. Nein, ja, du sollst... No, runterklettern jetzt. Oh, jetzt ein Hebel. Steht ein. Hä? Eine Sicherung für den Ventilator. Sie steht zurzeit auf ein. Gut, dann lassen wir das mal lieber. Nein. Ein indigo-blauer Kartenleser. Toll, da komme ich ja gar nicht raus. Da müssen wir wieder hoch. Damit ich einen anderen Weg gehen kann, um da wieder raus oder reinzukommen. Ja. Sag mal, spinnst du? Hier, das ist doch ein Pfeil. Das ist doch ein Armbrustpfeil. Nimm den doch. Scheint doch keiner zu sein. Gut, dann haben wir auch gemacht, was wir konnten. Also die Karte können wir noch einmal brauchen, aber dafür müssen wir erstmal das Gas ausschalten. Oder hier den Alarm quittieren. Oder wie man das auch nennen will. Auf jeden Fall müssen wir das noch tun. Was war hier hinten? Kommen wir hier hinten vielleicht noch weiter? Ja, nein, vielleicht. Quietsch. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts Interessantes, hier ist nichts Interessantes, hier vielleicht? Hier ist nichts mehr. Du bleibst ja schon tot, mein Freund. Oh, ich müsste mal die Munition gucken. Checken, wie viel ich noch habe. Weil die Hunde haben doch einiges, 4 Kugeln noch. Okay, die Hunde haben doch einiges abverlangt. Aber hier unten kann ich auch nichts mehr tun. Nein, nein, hier unten kann ich auch nichts mehr tun. Was ist los? Was ist los in dem Spiel? Ich war mal so gut in allen Resident Evil, darum habe ich mir auch das Privileg rausgenommen, mich Mr. Nemesis zu nennen. Aber nein, 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 die Zeiten sind vorbei. Da war ich noch jung und knackig. War ich so jung und so knackig. Was ist hier drin eigentlich? Was ist das für ein Raum? Warte. Hier war ein Schreibtisch, der hatte eine Schublade, die war, glaube ich, verschlossen. Und das war ein leichtes Schloss. Also nicht hier Schloss von Disneyland und so, ja? Es ist mit einem einfachen Schloss verschlossen. Den Dietrich benutzen. Ja. Klick, klick. Das Schloss wurde entriegelt. Ja, Mann. Alter, hab ich Glück. Wer keine Skills mehr hat, hat Glück. So schön. Und ich, ja, ich weiß, ich könnte die Pistole auch auf manuell umschalten, dass ich hier nicht jedes Mal hier... Hier ist nichts mehr. Die ganze Munition hier... Bam. Aber... Es ist effizienter und schneller so, auch wenn mal eine Kugel oder zwei Kugeln ins Nirvana schießen. Aber ja, ja, man muss schon Prioritäten setzen. Wie kann ich denn das Gepiepe ausschalten? Vielleicht unten? Keller? Wage es ja nicht. Schleich die! Sonst schleich ich mich. Ja, das geht auch. Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Lass mich doch durch! Oh, du Lackaffe! Oh mein Gott! Nein, jetzt sind da auch noch zwei von denen. Ich gehe einfach nie mehr zurück. Hier, LMAA, ja. Dürfte gerne selber übersetzen oder rausfinden, was das heißt. Greetings! You must be the lovely Claire Redfield. Oh, hi! Unbekannter Blonde. Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker?
It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Frage beantwortet. Your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. I'm the Terminator. I'm here to defeat you. And I'll be back. Hi Terminator, weiß klar, alles klar. Da vorne lag noch ein Kraut. Ich weiß, aber das lasse ich mir bewusst noch liegen. Damit ich später vergessen kann. Ja, nein, oder? Mhm. Ist okay. Mist. Na, wo bist du? Komm mal her. Der kann Treppen gehen, der Sack kann Treppen gehen. Willst du mich verscheißern? Warte, da nach hinten. Nein, weißt du was? Hier. Lass es gut sein, wir gehen direkt hoch. Ich habe nicht so viel Munition, um mich jetzt um all diese Zombies zu kümmern. Nein! Um dich werde ich mich jetzt kümmern hier. Ist doch ein richtiges hier. Und wehe, hier drin spawnen auch wieder alle neu. Jedes Mal, wenn ich den Raum verlasse. Oh, hier war sogar nicht. Ja, okay. So. Nein, du sollst die Dinger benutzen. Klick. Das Schloss wurde geöffnet. So, und dann können wir die direkt wieder ausrüsten. Danke. Bitte keine Gegner, bitte keine Bandersnatcher. Ich habe nur noch 8 Kugeln. Ich habe zwar noch 10 Explosivpfeile. Was war das? Wieder ein bisschen Munition, dankeschön. Hier ist ein alter Fotorahmen. Was zum Teufel ist das? Was rebelliert hier mir die ganze Zeit? Oh, das ist ein Blitzgewitter. Gewitterblitz. So, warte mal, was haben wir hier? Irgendetwas steht auf dem Notizzettel. Erstens, Ziffer links, rechts. Zweite Ziffer links. Dritte Ziffer rechts. Vierte Ziffer rechts mal 3. Zwischendurch kein Reset. Ja, was immer du sagst. Ich geh mal hier weiter. Das sieht sehr auffällig aus hier. Eine antike Spieluhr. Kann ich das hier einsetzen? Nein. Eine antike Spieluhr. Toll. So, Computer. Er ist nicht angeschaltet. Er leuchtet aber. Den Rechner hochfahren. Ja, komm, fahr mal. Toll. Das ist der Startbildschirm, oder wie? Die Psycho-Kids sind wieder da. Toll. The Cool Kids. Es gab ja dieses Lied hier. Was jetzt? Oh. There's something shiny shiny. Was haben wir hier? Bitte das Passwort eingeben. 4. Sie heißt aber Alexia, oder? Oder Alexa? Alex. Alex.
Grüße gehen raus an meine Schwester. Nichts geschieht. Ja, dann war es wohl falsch. Hier sind drei Tasten. Ich sehe nur zwei Leuchten. Links. Rechts. Links. Rechts. 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 Ah, ich habe mir die Zahlen merken so... Ah, Mist, aber... Reset. Also, wir fangen nochmal an. Das war links, rechts, oder? Warte, nochmal schnell hier. Oder rechts, links. Das ist das Einzige, was ich mir nicht sicher bin. In der Stellung notiert Ziffer 1 links, rechts. Ziffer 2 links, rechts. Dreimal rechts. Gut. Das sollte man also hinkriegen. Also, wenn ich das nicht mehr hinkriege hier. Ich komme nicht mal bis zur Uhr. So, also. Links. Rechts. Ziffer 1 ist 1. Gut. Dann links. 1,9. 1,971. Weil die 1 vorhin, die habe ich mir gemerkt. 1,971. 1,971. 9, 7, 9. Une, neuf, sept, neuf. Nein, 1, 9, 7, 1. Uncool! Uncool! Scheiße, uncool! Tschüss! Ich bin doch nicht doof, ich kämpf ganz sicher nicht gegen dich. Selbst wenn ich hier wieder zurück muss. Ich trick's dich auch aus. Ich trick's dich aus, ich renne an dir vorbei, Alter. Kannst du mal gucken, wo du bleibst? Ja, ich bin doch nicht total behämmert. Oh, geht's denn hier hin? Oh, yay, Pyjama-Party. Toll. Ich möchte gerne irgendwo speichern innerhalb der nächsten 18 Minuten. Nein. Wartet. Innerhalb der nächsten 17 Minuten. Bitte, danke. Aua. Aua. Sag mal, habt ihr sonst keine Hobbys oder wie? Ihr spinnt doch. Lädt ihr erstmal treppen gehen, ja? Nein. Es kann nicht schlimmer sein als da draußen, sagte er. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Mach doch die Tür nicht so langsam auf. Nein! Au! Ihr miesen kleinen Kackviecher, echt, ey. Ein Tisch aus Marmor. Statuen und Figuren liegen drauf. Hier ist nichts Nützliches. Toll. Dann sagt das von... Eine unheimliche Puppen sind im Schaukasten. Wahrscheinlich ist das der Geschmack der Bewohner. Au, 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 lass mich. Mich jetzt, weil Banner noch erstickt hier. Ich finde hier keine Munition. Und ich glaube, ich habe nichts zum Heilen mitgenommen. Haha, jetzt kriegt er mich nicht. Oh, oh. Oh, die können hochfliegen. Ah, nein. Erste Hilfe-Spray. Meins. Au, lass das. Mist, kleines Kaffee. Munition gefunden. Ja, jetzt habe ich wieder 38 Kugeln. Das sind fast zwei Magazine. Keep focused, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia.
I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? Someone in the corridor? Oh, what is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Oh, let's go mit Ö. Ja, also geht jetzt bitte. Danke, ich würde hier gerne die Munition. Also, da hinten ist noch ein Pflänzchen. Ein grünes Kraut. Von der Heiltraut des... Und da lag aber noch mehr... Die Puppen sind echt gruselig. Noch mehr Munition. Ist ja nicht so, dass jetzt am Fenster hätten warten können. Und dann so... Aha! Hab dich gesehen! Wer bist denn du? Wo kommst denn du her? Ich geh mal hier rein. Wir gehen jetzt einfach... Wir sind jetzt mutig, wir gehen jetzt einfach hier rein. Rock, fertig, aus. Was haben wir hier? Schöne Möbel, aber hier ist nichts Nützliches. Toll. Warte. Grußkarte. Mein lieber Bruder, ich glaube fest daran, dass der Ruhm der Familie Ashford durch deinen Mut und deine Stärke als Soldat wieder aufleben wird. Alles Liebe, Alexia Ashford. Aha. Das sieht auch schön aus. Aber uns bringt hier nichts weiter. Ein Relief, vermutlich eine Frau von hinten. Schöne Möbel, aber hier ist nichts nützlich. Ein Relief. Vermutlich eine Frau mit Hintern. Ah, schön, ja. Solche Sachen kommen auch wieder nur mir in den Kopf. Es ist eine Schande und ich schäme mich. Ja, es ist so. Jetzt haben wir aber hier noch eine Tür gesehen. Da gehen wir auch reingucken. Ah, hier haben wir jetzt auf einmal Herzschlag. Ein bisschen durch den Gang rennen und man hat schon Herzschlag. Gut, wobei ich darf ja nichts sagen, weil ich durch den Gang renne, erstmal am Ende des Gangs tot. Auf Boden liegen. Fuck, das waren nur 3 Meter. Oh. Ein Relief einer Göttin. Einmal kurz die Musik ausgesetzt. Die Spieluhr spielt eine wunderschöne Melodie. Ein Text steht auf der Deckelrückseite. Die Rückkehr der Roten Königin und des Blauen Königs öffnet den Weg. Die Spieluhr anhalten? Nein, warte, lass mal. Ich will mal gerade noch mal schnell hier... Da geht's ja hoch. Das Loch in der Decke ist zugemauert. So was? Gibt's doch nicht. Was soll denn das? Wer macht denn sowas? Welcher Architekt macht sowas? Ja, hier schön der König, Königin. Ja, anhalten. Oh, ein Schlüssel. Wer hat wieder einen Schlüssel verschludert hier? Hm? Silberner Schlüssel nehmen. Silberner Schlüssel genommen. Ah! Das hätte ins Auge gehen können. Kann ich jetzt hoch? Das wurde jetzt eingefahren hier. Oder zugemacht vielleicht? Kaputt? Das Loch in der Decke ist zugemauert. Wo sind die hin? Die sind ja nicht raus auf den Korridor gekommen. Someone on the corridor. Jetzt müssen wir erstmal auf Karte gucken. Also hier oben gibt es nichts weiteres. Da unten gibt es noch eine Tür. Die Tür habe ich nicht gesehen. Ich glaube, an der Tür bin ich einfach vorbeigerannt. Okay, jetzt gehen wir auch noch schnell gucken. Da gibt es angeblich noch irgendwo eine Tür, die ins Verderben führt. Ah, nein, nicht schon wieder hier. Scheiß Fledermäuse, Flughunde. Oh, warte mal. Ist komplett zerstört. Ich komme hier nicht durch. Ist komplett zerstört. Die könntest du eintreten.
müssen wir noch weiter runter. Ah, lass mich. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Beep, 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 beep. Miep, miep. So, jetzt gucken. Warte. Au, 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 au. Genau, das wollte ich. Nach rechts, bitteschön. Da, da, ich seh's, ich seh's. Au, 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 au. Nein, lass das jetzt hier. Mann, ey, genau vor der Tür. Da komme ich nicht durch. Jetzt guckten sie immer da. Aua. Oh, das war völlig falsch. Die Richtung war völlig falsch. Mann. Jetzt reicht's mir hier. Ja, ja. Wo ist hin? Aua. Bist du tot? Und bleib unten, ja. Oh, Pfeile. 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 Ein Kamin. Hier ist noch genügend Brennholz. Ja, ich müsste es nur irgendwie anzünden können, ha? Was für eine Unordnung. Ja, ich glaube, die hatten es eilig. Was haben wir hier? Farbband? Na, doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Tok, 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 tok. Jetzt, und das war alles hier? Ich bin hier reingegangen, um Munition zu verlieren, Leben zu verlieren und dann nichts dafür zu kriegen, außer ein paar popelige Farbbänder. Das ist nicht dein Ernst, oder? Eine alte Rüstung hängt hier. Nichts Ungewöhnliches. Wir könnten die Rüstung ja mitnehmen, da wären wir nicht so verletzbar. Claire! Mach einen Kopf auf! Unbedingt aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht in diesem Leben. Nicht, bevor ich nicht gespeichert habe. Nein! Aua! Nein! 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 Lass mich los! Sag mal, spinnst du? Warte, da wäre noch ein rotes Kraut gewesen. Auf dem Besen wäre es gewesen. Aha, tschüss! So, jetzt muss ich an dem irgendwie vorbeikommen. Aua! Ich bin immer noch guter Dinge. Der ist schon wieder hier runtergesprungen. Nein! Au! Mann, sag mal, geht's euch eigentlich allen noch gut? Da hab ich mal ein Spray gefunden an dir. Aua! Ey, im Popo rein? War das im Popo rein? Das war voll im Popo rein. Das hab ich genau gesehen. Hier, wie nennen wir das? Lobotomie? Keine Ahnung. Nein, nein, Lobotomie. Nein, das ist nicht durch den Po. Das ist durch den anderen Po. Ey, es darf doch nicht wahr sein. Und Podologie ist auch wieder was anderes, habe ich auch gelernt. Obwohl da das Wort Po drin vorkommt. Ja, ist gut. Lass mich. Aha, daneben! Und ja, ich habe gerade meinen Daumen an die Nase gehalten mit den Fingern gewibbelt. Jetzt muss ich mitnehmen. Jetzt muss ich unbedingt mitnehmen. Es kommen ganz viele Bandersnatchers. Bandersnatchers. So. Ach, oh, schon. Ach, ist das schön. So, jetzt kombinieren wir die erstmal hier. Wo sind sie? Da, so. Na, warte, kann ich direkt bei mir behalten. Das noch mit und das noch mit. Schnell, mal eben kurz. Also, verdammt. So, hier, kombinieren. Damit. So, kombinieren damit. Ja, nice, der Scheiß. So, wir legen die Explosivpfeile aber wieder ab. So viel Zeit muss sein hier. Zack, 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 zack. Wird euch abgelegt. Wir legen auch die normalen noch ab, weil bisher ist munitionstechnisch noch alles im Okay. Ein silberner Schlüssel. Ich weiß, ich habe irgendwo Türen gefunden, die silberne Schlüssel benötigt haben, aber ich weiß nicht mehr wo. Eine alte Schreibemaschine. Sie können Ihre Fortbestände hier speichern. Also Spielstand. Möchten Sie die Farbebande benutzen? Ja, ja, komm, machen wir mal. Ha, Folge 4. Speicherpunkt 4. Vorzimmer. Hm. Es gibt auch noch ein Nachzimmer. Ein Hinterzimmer. Aha, aha, aha. So, legen wir das erstmal wieder ab hier. So, zack. So, da sind wir noch gar nicht mal so schlecht bei Sache. Hat schon schlimm ausgesehen.
Gut, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Dabeisein. Wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch dieses Spiel hier. Ich feiere das total. Eine alte Perle der Herrlichkeit. Ja, gut. Dann bis dann. Macht's gut. Tschö. Bitte.